unser Stuttgarter Labor hat soeben das Internet erfunden. Und deswegen konnte die auch gestern den gelben Sack eben ausstellen. Sagt Ihnen denn noch der Name Dr. Mabuse Ebbes? Ist das von der Tanzlehrerin von Let's Dance, der Mann? Der Dr. Mabuse ist wieder aktiv. Hä? Der grausige Verbrecher, ihr denkt, der wäre hier. Der Kinocast. Grüß Gott. Und hallo, herzlich willkommen zum heutigen Kinocast. Bei mir in der Leitung sind der Erik. Hallo Erik. Hallo. Und ist Ketterle. Hallöle Ketterle. Hallo. So, und wir tratschen jetzt ein wenig über Film. Wie heißt denn der Film? Der Film, den wir gesehen haben, ist die 1000 Glotzböbel vom Dr. Mabuse. Ach Quatsch. Gab's da nicht schon mal so einen Film? Da ist schon mal ein Film gewesen, ja. Aber der ist eher gut gewesen. War nicht gut. War eher so gut wie der jetzige. Deswegen hat der Dodo Kay hat er gesagt, ah ja, mache ich eine Neuvertonung. Sehr gut. Schöne Einleitung, Chris. Helfe gerne. Ich bitte um Verständnis, dass ich es gar nicht erst probiere. Nein. Ansonsten sagt der Schwabe dann zu mir Krassdackel oder so, ne? Arschnohenker. Du Krassdackel, du! Also. Hotel zum Krassdackel. Wie man vielleicht schon in der Einführung gehört hat, wir hatten in der Sneak Preview einen schwäbischen Film. Das heißt, ja, eigentlich ist kein schwäbischer Film, sondern basiert auf den 1000 Augen des Dr. Mabuse. Und es gibt eine Remix-Version, eine schwäbische Remix-Version, die 1000 Glotzböbel vom Dr. Mabuse. Die hat der Dodo Kay alias Dominik Kuhn gemacht, der Berühmtheit erlangt hat. Hauptsächlich damals im Internet, YouTube mit Neuvertonung zum Beispiel von 24-Schnipseln, wo dann eben der verhört wurde, der hat eben die Hausordnung nicht gemacht und seine Kehrwoche nicht gemacht, was natürlich hier im Schwabenlände durchaus ein Thema ist. Und dann ist jemand auf dem Bonbonpapierle ausgerutscht und dann sieht man. Da musst du aufpassen. Ja, ne, wenn man das nicht macht. Aufpassen. Ja, wenn man das der nicht Kehrwoche macht. Nicht machst, ey. Ja, genau. Früher hat es das nicht gegeben. Früher war alles besser. Jedenfalls hat er diesen Film genommen und vorher hat man relativ wenig erfahren gehabt über diesen Film. Ging mir zumindest so. Ich dachte einfach, der hat es einfach neu synchronisiert, aber nein, er hat wirklich einen kompletten Remix gemacht. Das heißt, die Szenen sind anders angeordnet. Der Film erzählt jetzt eine andere Geschichte. Es geht halt um das Internet, was im Schwäbischen im Hotel zum goldenen Grasdackel installiert ist und besteht aus drei alten Bildschirmen und sie haben irgendwie schon 80 Subscriber da in ihrem Internet und 90? Kann auch sein, ja. Möchte ich nicht ausschließen, dass es auch 90 waren. Und ja, dann gibt es auch einen Mordfall. Es ist alles sehr, ja. Lässt sich schwer so richtig zusammenfassen. Es gibt auf jeden Fall eine Mordserie, wo auch mit so einem kleinen dünnen Metallstift mit so einer Nadel Leute erschossen werden. Und dann gibt es eben so einen Wahrsager, der in so einer Art Seance versucht, da irgendwelche Sachen vorauszusagen. Die treffen dann auch komischerweise ein und Leute in denen... Der zwischenzeitlich halt mit Grüß Gott, Herr Lagerfeld, begrüßt wurde. Genau. Na gut, Gerd Fröbe, der mitspielt, wurde ja auch als Herr Goldfinger begrüßt. Ja. Das fand ich. Ach, der Goldfinger. Also sind irrsinnig, also der Dodo Kay, der sprüht natürlich vor Kreativität und wir durften uns auch mit ihm unterhalten. Das heißt, es wird dann nachher noch ein kleines Interview mit kommen, was wir hier einspielen im Kinocast, wo wir uns dann nach dem Film mit Dominik Kuhn unterhalten hatten. Und aber zuerst mal kurz über den Film an sich. Habe ich noch irgendwas wichtig? Irgendwas war noch mit Berlin und mit ja, Berlin, Hirnsuppe. Berlin ertrinkt in gelbe Säck. Hirnsuppe und. Hirnsuppe. Ja. Hirnsuppe war wichtig und man muss auch noch sagen, der Film ist schwarz-weiß, ne?
Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Der Regisseur Dominik Kuhn, der hat es dann auch im Saal, stand da auch noch Rede und Antwort. Und da kamen dann sehr, nachdem sich erst ein paar Leute nicht getraut haben, kamen da doch sehr, sehr viele Fragen. Und da wurde halt auch gesagt, ja, hey, warum jetzt gerade den Film geremixed? Und dann hat er gemeint, ja, es ist halt ein sehr großes Problem mit den Filmrechten, jetzt so einen Top-Film, irgendwie so ein Stirb langsam oder irgendwas so nachzusynchronisieren oder Herr der Ringe. Bekommen halt schwer so die Rechte, den nochmal ins Kino zu bringen. Und er hat zufällig die Enkelin des Rechteinhabers, irgend so ein Filmmogul aus Deutschland, die hat er mit gewinnen können dafür und sie hat ihm ihre Schatulle geöffnet, dass er sich einen Film aussuchen durfte. Also die Filmschatulle, ja. Muss aufpassen. Achso, ist das auch irgendwie eine schwäbische Entsprechung für... Erwägen, aufpassen. Ganz dünnes Eis hier. Eben, das Schmuckkästle, Schatulle, das ist schon so, du musst aufpassen. Oh. Naja. Das ist schon mal kritisch. Ja, okay, danke für die Warnung hier. Gerne. Und er hatte sich halt weil er brauchte halt einen dialoglastigen Film, den er eben nachsynchronisieren konnte. Und er hat das auch so ein bisschen beschrieben, wie er das dann so macht. Und er sprüht da wirklich vor Kreativität. Er hat dann auch sogar im Saal noch viele Sachen einfach so aus der Lameng, sagt man so, rausgehauen, da, die wirklich total witzig waren. ja. Extrem cool. Ihr hört es nachher im Interview schon so ein bisschen. Da haben wir über diverse Sachen gesprochen, über Sneak Preview, über Filme an sich. Und ja, aber jetzt erstmal zurück zum Film. Chris, du warst ja mit mir im Kino. Wie fanden wir das so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein Stück weit wirklich sehr drauf gefreut auf diesen Film. Hatte allerdings auch so meine kleinen Bedenken, weil ich gesagt habe, guck, jetzt bin ich auch mal drin, weil ich halt auch gesagt habe, dass das das passt vielleicht bei YouTube-Videos so 2, 3, 4, 5 Minuten, aber ein ganzer Film, das wird schon kritisch. Also ich habe mir echt gedacht, okay, das könnte kritisch werden. Habe dann nach 5 Minuten links neben mich geschaut, wo ein uns allen bekannter Podcast-Moderator saß und Tränen gelacht hat, wie ich ihn selten habe lachen sehen. Der völlig hinüber war am Ende des Films. Und ich muss sagen, mir ging es echt ganz, ganz ähnlich. Also es war herrlich. Es war wirklich von vorne bis hinten herrlich. Der Schnitt, die Geschichte, die Sprüche und das von einem Film, der noch nicht ganz fertig ist. Das muss man ja dazu sagen. Der Film ist ja noch nicht fertig. Der wird jetzt erst noch vollends fertiggestellt, aber unfassbar gut. Also das war... wir haben ja schon zuletzt auch wieder Schwarz-Weiß-Filme gehabt, ja, mit die Tage da in Quiberon. Drei Tage in Quiberon, genau. Und da war ich ja schon so, Schwarz-Weiß. Aber es funktioniert tatsächlich, weil man das ganz anders angegangen ist. Und also ich fand es wirklich unfassbar gut. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Man erkennt unglaublich viel, ganz arg viele Witze zünden, glaube ich. Deutschlandweit würden die nie zünden. Wie wenn der sagt, naja, fahr mal B27. Wir lagen am Boden vor Lachen, was das angeht. Herrlich. Also für hier regional ein absoluter Brüller, meiner Meinung nach. Na, ich glaube aber doch, dass der auch im Rest der Republik ganz gut funktionieren könnte. Weil, ich meine, ich bin ja das beste Beispiel. Ich bin jetzt auch nicht von hier und ich fand das extrem lustig. Also den ganzen, diesen Nach... Vor allem auch er hat ja jetzt die Leute selbst nicht vor Hunde piepelt, die Schauspieler oder so, Gerd Fröbe oder so. Er hat sie halt einfach Sachen sagen lassen, die haben teilweise irgendwie ernste Mienen gemacht und haben Sachen wirklich furztrocken rausgehauen, die einfach total lustig waren. Und ja, wenn ihr gerade euch ein Telefon habt, kennt ihr mir vielleicht nur die Pizza Prosciutto bestelle. Genau. Das ist halt echt so ein Klassiker auch, so ein typisch schwäbischer Klassiker, Prosciutto, wer kennt's nicht. Ja, genau das. Oder am Anfang die Szene, eine übelste Verfolgungsjagd, ne, mit Schießereien und hinten durch die Heckscheibe und ja, weil da irgendjemand, weil sie jemand eigentlich gejagt haben, der seinen gelben Sack illegal im Wald verbrannt hat. Und dann waren es aber aus Versehen gar nicht die das gemacht haben, die sie gejagt haben, sondern irgendwelche richtigen Verbrecher oder so. Deswegen haben die dann auch geschossen. Also herrlich. Ich habe am Anfang wirklich
das hat mich so reingesaugt, diese ersten paar Minuten. Ich habe so gelacht, ey. Ich dachte, ich muss sterben, ne? Weil ich dachte, oh Gott, wenn das so weitergeht, ey, ich halte es nicht durch, ey. Noch 85 Minuten oder wie lange der geht. Dachte ich, um Gottes Willen, wie soll ich denn das durchhalten? Ja, eben, also. Ja. Das ist halt die Kunst dann auch gewesen von dem Film. Also das mal ganz ehrlich, er kommt eigentlich ohne diesen Pipi-Kaka-Humor aus. Also wenn man da jetzt so einen Film von Melissa McCarthy nebendran legt. Die unsägliche. Also unfassbar, da liegen Welten dazwischen. Also das ist wirklich, und man muss ja auch noch sagen, dass Dodo Kay alles selbst synchronisiert hat, also Männlein und Weiblein. Und sobald eine Dame gesprochen hat, ich hatte nicht so viel Tempos eigentlich dabei, die ich mit Erik reichen könnte, vor Tränen beim Lachen. Es war herrlich. Ja, der hat dann so ganz komisch gesprochen. Dann. Ja, so ganz komisch. Aber wir haben doch schon Thermomix. Genau. Und da gab es dann auch so ein paar prominente Frauenrollen, die da drin waren. Die mussten dann natürlich auch vertont werden. Und die hatten dann natürlich auch, wie das halt so in den, weiß nicht, wann der entstanden ist, 50er, 60er Jahre oder so, diese Mabuse-Filme. Da gab es ja mehrere. Ich habe die sogar alle gesehen damals. Fand ich ziemlich gruselig, wo ich die gesehen habe, als ich Kind war. Jetzt natürlich rückblickend betrachtet nicht mehr so. Und da gab es halt dann so diese Theatralik, weißt du, so Frauen, die sich zu Tode stürzen wollen, da an der Seite im Hotel auf den Sims steigen. Auf ein frisch gestrichenes Sims, nur eine Zusage. Ja, verrat mal nicht alle. genau. Die dann, weißt du, und dann so von Männern gerettet werden, dann so ein Taschentuch gereicht bekommen, ja, weil sie ja völlig aufgelöst sind und sich dann erstmal hinlegen müssen und erstmal einen Schnaps bekommen und so. Das war halt so irgendwie so in 50er, 60er Jahren war das halt so irgendwie das. Das mit dem Taschentuch reichen, habe ich jetzt mitgekriegt, kannst du nachempfinden, Erik, oder? Ja, ich hatte meine eigenen, ich brauchte jetzt keine, aber ich habe echt, also ich hatte so einen Spaß. Deswegen, ich glaube auch, ich hoffe auch, weil Dodo Kay hat ja auch nach dem Film im Kino gesagt, dass er sich Notizen gemacht hat, an welchen Stellen er noch irgendwie Gags reinbringen will. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist jetzt noch mehr. Ja, ich weiß natürlich, man ist immer bestrebt, da so, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr, und das muss ständig gelacht werden oder so. Aber hat er ja selber auch gesagt, ist so ein bisschen ein kritischer Punkt auch, weil du musst ja auch irgendwo mal Story erzählen. Ja. Und wie gesagt, so ab und an, denke ich, könnte man schon noch einen platzieren, aber ey, jammern auf hohem Niveau gerade. Aber ich glaube schon, dass der Film durchaus auch im Rest der Republik ganz gut funktionieren könnte. Also, weil ich meine, Dodo Kay ist schon bekannt auf YouTube, und wenn es heißt, okay, Dodo Kay hat einen Film gemacht, brauchst du nur mal gucken, diese anderen Filme von YouTubern, die wirklich zweifelhafte Qualität hatten, selbst die haben genügend Besucher gehabt im Kino. Und wenn Dodo Kay sowas macht, ich glaube, das zieht. Und ich meine, die Wichser-Filme sind auch lange her, die waren ja auch schwarz-weiß und so mit Witz und so. Aber das war halt was anderes. Und ja. Ich wäre hier echt interessiert dran zu sehen, wie der geht, der Film im Kino bundesweit. Das müsste natürlich ordentlich beworben werden, weil ich hatte ein bisschen falsche Vorstellungen. Ich dachte, ja, der hat es einfach auf Schwäbisch einfach nachsynchronisiert, wie es halt bei manchen, es gibt ja auch diese, macht er ja auch, so also Comics auf Schwäbisch oder so. Ich habe so ein Asterix auf Schwäbisch und so. Da ist halt wirklich nur die Story an sich, aber halt auf Schwäbisch erzählt. Aber hier waren ja noch so viele zusätzliche Sachen drin mit, ich will jetzt nicht alles verraten, aber da waren halt so auch Zeitgeist-Sachen drin oder Filmreferenzen und Popkultur und so. Das, wenn ich das vorher gewusst hätte und dass es auch wirklich geremixed ist, dass die Szenen alle nicht in der Reihenfolge sind wie im Film, sondern so, wie es halt am besten passt, dann ja, extrem lustig. Also wirklich, ich wäre mir da auf jeden Fall die Blu-ray dann kaufen. Ich hoffe mal, da gibt es dann noch ein bisschen Bonusmaterial mit dabei. Ja, also ich werde mir die Blu-ray auch kaufen, kann ich jetzt auch schon sagen. Und ich werde sie nicht nur einmal kaufen, ich werde sie wahrscheinlich inzwischen schon dreimal kaufen. Verschenken noch. Ja, ja, einmal geht sie nach Südkorea und einmal wohl nach Australien. Ja. Ich fand es aber schwer. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr manchmal irgendwie gefragt werdet in eurem Umfeld, hey, du gehst doch mal in den Sneak, was kam denn so? Wie will man den Film jetzt mal kurz zusammenfassen? Naja, Dodo Kay macht einen Film auf Schwäbisch. Ja, da kriegst du erstmal ratlose Gesichter, wer ist Dodo Kay?
Was ist YouTube? Hä? YouTube, weißt du, mit solchen Leuten habe ich teilweise zu tun. Mit solchen Leuten redet man dann gar nicht mehr weiter. Nee, dann, also da, ja. Was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre irgendwie am Anfang, ja, weiß nicht, so eine Art Texttafel mit so einer kleinen Einführung oder sowas oder kurz ein Erzähler. Ich weiß, das ist immer ein schwieriges Mittel in einem Film, das wird häufig nicht gern eingesetzt, aber irgendjemand, der einen so ein bisschen einführt in die Geschichte. Es fängt ja sofort mit dieser Verfolgungsjagd an. Völlig irre da. Und man weiß gar nicht, was los ist. Dann kommen da diese Schriften so quer rein und Fritz Lang und was ist denn schon lange tot? Was hat der Film gemacht? Was sehen wir denn jetzt hier und so? Genau, was vielleicht ein bisschen darauf hinweist, hier, Achtung, hier, jetzt könnt ihr das und das erwarten. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt, aber ansonsten, ich fand es sehr, sehr lustig. Auch das Ende war ziemlich cool. Ja, man kann ja auch mal auf die Fleißbook-Seite gehen. Auf die Fleißbook, ja. Ich habe auf der Fleißbook-Seite 5 Sterne gegeben. Oh. Bei, ja, und habe auch schon eine Bewertung geschrieben. Die kann ich ja mal, wenn ich es jetzt so schnell finde. kannst du ja erstmal noch was erzählen? Ich suche mal ganz kurz hier. Was soll ich noch groß erzählen? Also, wenn alles, was ich jetzt erzähle, ist natürlich wär ein Spoiler. Das wäre nicht so schön. Wie gesagt, ich habe es gefeiert. Ich feiere es immer noch. Ein Kumpel von uns, der lacht auch immer noch, der auch dabei war, der hat gemeint, die ganze Woche über hat ihn jetzt dieser Film verfolgt. Und jedes Mal, wenn er im Geschäft jemanden Schwäbischschwätzer hört, ist er sofort auch wieder drin. Es ist einfach großartig. Ist eine super Sache. So, absolute super Sache. Eigentlich ist ja nicht Mutz genug Lob bei uns. Aber in dem Fall muss man auch mal loben. Das hat der Dominik ganz aktuell toll gemacht. Das hat der Dodo gut gemacht. Definitiv, ja. Definitiv. Ich lese mal meine Bewertung vor, die ich dort geschrieben habe. Da haben übrigens mittlerweile auch einige aus der Sneak bewertet. Zum Beispiel der Bastian, der auch immer bei uns in der Metropol-Sneak-Gruppe hat, auch 5 Sterne gegeben. Genialer Sneak-Film geschrieben. Und ich habe geschrieben, wir durften eine Vorabversion in der Metropol-Sneak in Stuttgart sehen. Ich bin Filmfreak und habe ja wirklich schon viel gesehen. Aber ich habe noch nie im Kino so sehr gelacht und so viel Spaß gehabt. Das sage ich als Neigeschmeckter. Absolut super Sache. Anschauen, auch außerhalb des Ländle. Jo, da stehe ich dazu. Definitiv angucken. Wenn ihr das irgendwo in der Sneak habt, nicht erschrecken. Auch außerhalb des Schwabenländles nicht erschrecken. Einfach mal drauf einlassen. Ihr werdet einen der lustigsten Filme erleben, die ihr seit langem gesehen habt. Ja. Ja, also von mir umgerechnet, also 5 Sterne gebe ich hier. Natürlich umgerechnet in unsere Wertung wirklich 10 Punkte, weil so viel Spaß habe ich bei einer Komödie ewig nicht gehabt. Bin ich auch voll dabei. Also 10 von 10. Chapeau, große Leistung für einen noch nicht ganz fertigen Film. Ich glaube, wenn der komplett fertig ist, ich möchte nicht wissen, was da noch passiert. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal das Interview ein mit Dominik und dann hören wir uns danach mal wieder. Hallo, wir stehen jetzt vor dem Kino. Wir, das sind meine Wenigkeit, der Erik, der Chris. Hallo. Und wir haben einen Stargast heute in der Sendung, der Dodo K., wie ich richtig gelernt habe. Nee, ihr könnt beides sagen, Dodo K. oder Dodo K. Für mich war das immer englisch gemeint. Das liegt daran, dass ich das mal angefangen habe, bevor ich schwäbische Comedy gemacht habe. Ich habe ganz viel in englischen Foren geschrieben, deswegen hieß es mal Dodo K. Also ja klar, dass die Fans Dodo K. sagen, weil ich habe den Namen nie ausgesprochen. Alles? Weiß nicht, also, ich glaube, es kam nochmal Dodo K. die Welt auf Schwäbisch. War irgendwann mal so ein Trailer, glaube ich, beim SWR. Aber da hat niemand den Namen ausgesprochen. Sicher? Ja, ganz sicher, weil den habe ich produziert, den Trailer. Ja, okay. Nehmen alles zurück. Und das ist ganz lustig, weil das hat sich damals auch niemand überlegt. Also ich habe mir da keinen Gedanken dran verschwendet. Deswegen. Nein, läuft die Aufnahme? Die Aufnahme läuft. Ja, ich habe es nochmal gecheckt hier, weil wir haben das lange nicht genutzt, das Gerät hier für Außenreportagen. Aber du bist ja nicht nur ohne Grund hier, sondern du hast ja den Film mitgebracht, deinen neuen Film, die 1000 Glotzböbel des Dr. Mabuse. Ja, die 1000 Glotzböbel vom Dr. Mabuse. Ihr habt heute die zweite Vorführung weltweit. Am Samstag haben wir eine quasi Welturaufführung in Hechingen auf der Burg Hohenzollern. Und heute war die zweite Aufführung. Die zählt nicht, das war die erste. Nein, die zählt, jetzt ohne Scheiß, die zählt quasi fast echt nicht, weil die Fassung war noch unfertiger als die heute. Also weil ich so ein schlimmer Schlamper bin, habt ihr heute keine Komplettfassung, also komplette Länge, aber es haben ganz viele Geräusche gefehlt.
Es sind zwei Musikstücke gefehlt, es war kein Abspann dran. Also wer Dodokai nicht kennt, von unseren geschätzten Hörern einfach mal auf YouTube nach Dodokai suchen. Oder auf meine Website www.dodokai.com mit Y in Dodokai, weil das ist eine gute Zentrale. Von da aus verlinkt es zu allen. Gibt es sehr witzige Clips. Also ich habe mich damals sowas von kaputt gelacht bei diesen 24-Clips. Also ach, du warst das, okay. Ich war, das. Ich war der eine, der immer geklickt hat. Hast du geklickt? Ja, genau. Alles klar. Dieser eine Besucher da. Mit dem, gibt dir nachher die 100 Euro. Mit dem Milchschnittelpapierle und mit der Kehrwoche und so. Also herrlich. Ja, ich habe damals auch 24 geguckt. Das war ja alles so ernst. Und dann kam das auf einmal so völlig von hinten raus. Und der Hammer ist, die erste Folge 24, die ich synchronisiert habe, also wo er irgendwie den Ahmed verhört, weil er in der WG den Klodeckel nicht runtergemacht hat. Das Interessante ist, dass ich die erste Version, die ich gemacht habe, ernst gemacht habe. Also das war bei mir so, dass der den verhört hat, wo hast du die Atombombe versteckt? Und dann habe ich festgestellt, hey, Fakt, es wird immer witzig. Also bald Schwäbisch ist, es wird immer witzig. Ich kann machen, was ich will. Und dann habe ich die Klodeckel-Version draus gestrickt. Und es war eigentlich der Beginn einer Geschichte, die ich nicht habe kommen sehen. Ja, und jetzt endet das, oder die Geschichte ist ja jetzt momentan an dem Punkt, wo du einen Film ins Kino bringst, nämlich diese 1000 Klotzböbel des Dr. Mabuse basiert. Das ist schwäbisch, weißt du? 1000 Klotzböbel vom Dr. Mabuse. Ich bin nur ein Neigeschmeckter. Das macht nichts. Ich halte mich ganz wacker. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Befürchtung. Und wie war's? Hast du was verstanden? Ich fand's super. Gut, also gut. Chris, kannst du bestätigen, ich glaube, ich habe mich in der Reihe am meisten... Nach 5 Minuten hat er Tränen gelacht. Also wirklich Tränen gelacht. Also die war sehr geil, weil ich, also wenn du so lange an dem Film arbeitest, das ist jetzt mein erster 90-Minüter als Synchro-Heinz, du kannst den Film irgendwann nicht mehr sehen. Also ich bin ganz schlimm im Tunnel und ganz schlimm sehe ich den Wald vor Bäumen nicht. Das heißt, für mich war das heute ein großartiger Gradmesser, ob das Ding funktioniert. Und ich saß auch drin und habe ganz viel mitgeschrieben. Im iPhone ewig viel mitgetippt. Ah, die lachen hier, da lachen sie nicht. Ah, da muss man noch was machen. Also das heißt, ich werde jetzt die nächsten 3-4 Tage nochmal ganz viel in den Film arbeiten. Also vielleicht bin ich auch so ein Gradmesser, ob das auch außerhalb des Schwabenländes den Leuten gefallen könnte. Also bestimmte Sachen werden vielleicht nicht so ankommen mit B27 und so. Das blickt dann keiner. Aber haben sie sich hier kaputt gelacht? Aber es sind genügend andere Sachen drin, die man durchaus versteht. Und ich hab gedacht, oh Gottes Willen, wenn der Film, der war gerade mal 5 Minuten, ich war schon voll am Ende. Ich hab so gelacht. Das freut mich sehr, echt. Mir lief alles runter. Ich dachte, oh Gott, wenn der Film, ich halte das nicht durch. Naja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kenne auch das Original. Kennst du es? Echt? Ja. Das ich ja schon ein bisschen anstrengend finde. Also ohne jetzt was... Ja, es ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Guck ihn dir nochmal an, ohne Scheiß. Vor allem, also es ist echt ein Vergnügen, nach meiner Version das Original anzugucken. Weil man schon auch in meiner Version denkt, also ich bin ja selber dann so ein Freak. Hört man nachher die schwäbischen Stimmen. Ja, nee, es ist auch so, was da anders ist. Also ich habe ja einen Komponisten, den Dennis LaRose, der eine Filmmusik, eine komplett neue Filmmusik komponiert hat. Und im Original sind gerade mal 2 Minuten Filmmusik drauf. Es macht ein, also das, und ich habe es komplett umgeschnitten, die Reihenfolge stimmt eigentlich gar nicht mehr und so. Und das ist schon, also ich habe jetzt nämlich vorgestern einmal nochmal im Original rumgespult, weil ich was gesucht habe und dachte, ich habe den Film komplett auseinandergenommen und nochmal neu zusammengesetzt. Ja. Aber gut, also wie gesagt, ich kann das auch. Ich bin immer unzufrieden, es ist aber normal und ist auch gut so. Ich sitze immer drin und denke, ah, du Arschloch, das hättest du anders machen müssen. Nein, ah, hier muss man noch was rausschneiden. Aber dazu sind ja diese solche Previews da. Ja. Nichts mehr weiter dazu, weil nicht mutzt. Schnuck lobt, genau. Nee, aber das war jetzt eine richtige Sneak, weil die Ur-Sneak, die irgendwann mal erfunden wurde in Amerika, die war ja eigentlich dazu da, unfertige Versionen zu präsentieren. Und heutzutage ist es ja eigentlich so, da läuft halt vorher aber schon der komplett fertige Film. Ich fand es auch schön, Gerd Fröbe mal auf der großen Leinwand zu sehen. Ich das, auch übrigens. Ja, das blieb mir leider verwehrt, aufgrund meines, weil ich das doch im Kino nicht sehen konnte. Übrigens, was ich ja auch gemacht habe, der Film ist im Original nicht in Scope, also meiner ist ja in CinemaScope und im Original ist aber 1:85, also das heißt auch das noch, also ich habe den noch umgeframed und so. Ja. Okay. Wobei, also es ist schon, ich finde es ästhetisch, aber es war manchmal schwierig, weil das Bild zu hoch ist. Und deswegen sind auch, habt ihr vielleicht gesehen, so ein paar Fahrten drin, rauf, runter, die sind aber noch zu eckig. Also die werden so noch ganz schön gesmoothed und das kommt jetzt alles. Okay. Aber es sah schon mal sehr gut aus, also wir hatten echt viel Spaß. Vielleicht muss man da gar nicht mehr so viel machen. Also ich bin ganz zwanghafter, ganz schlimmer Perfektionist. Ich habe auch Kratzer rausgemacht. Also ich habe den Film auch restauriert und so. Das ist, man muss auch bei mir immer, wenn ich so ein Projekt mache, egal was ich mache, mir muss man am Schluss die Festplatte wegnehmen oder den Stecker aus dem Rechner rausnehmen und sagen, so, du hörst jetzt auf. Ja. Sonst mache ich endlos weiter.
Genau, das sind ja dann die letzten paar Prozent, für die man exponentiell viel mehr reinsteckt. Man muss dann einfach sagen, okay, jetzt ist gut. Genau so ist es. Also die letzten zwei Wochen wirtschafte ich mich echt ins Grab, weil ich halt immer an Details hocke. Stuttgarter Nightlife. Ja, natürlich. Theo Heuss, weißt du, ich fahre ein bisschen auf der Theo Heuss, aber halt nicht über 30, weil der Splitz. Am besten fand ich ja, wie du die Frauenstimmen machst. Ja, die sicher. Das Problem ist, weil ich ja erkältet war letzte Woche, ist ganz schrecklich. Also, weil ich hatte da so eine Stimme und die ist halt einfach tiefer. Und dann werden die Frauenstimmen nichts. Und ich muss mich unendlich anstrengen. Das heißt, ich muss auch ganz viel nochmal neu synchronisieren. Aber ich ahne da schon sehr viel gutes Marketingmaterial, so sag mal Fleißbock da kommen oder Hirnsuppe. Ja, Hirnsuppe kommt wieder. Also ich glaube, dass nach dem Film die schwäbische Hirnsuppe wieder kommen wird. Und Fleißbock habe ich natürlich das Logo sofort mal auf meine Website gestellt, damit klar ist. Weil ich habe mich natürlich gegoogelt und es sieht so aus, dass ich das erfunden hätte. Also es ist noch keiner auf die Idee gekommen. Selbstverständlich. Also interessant ist vielleicht, gebt mal Fleißbock auf Google ein, dann kommt immer ein Link zu Heidi Fleiss. Das war eine sehr berühmte amerikanische Prostituierte. Ja. Und es gibt natürlich ein berühmtes Book, ein Address-Book. Okay, ja, das berühmte. Und wenn du Fleiss-Book eingibst, dann kommst du immer bei der Heidi Fleiss raus. Das müssen wir jetzt ändern. Okay. Oder die Verbindung herstellen zu dir. Geht mal auf Google ein, vielleicht ist schon was passiert, weil ich habe mal vor 4 Wochen habe ich es mal online gestellt. Jetzt hat Google vielleicht schon... Und was kommt als nächstes? Raumpatrouille Orion auf Schwäbisch? Oder? Nee, das geht nicht, weil ich die Rechte nicht kriege, weil die Red Pack Filmproduktion schon seit Jahren da drin ist. Aber das ist auch egal, ich würde jetzt nicht nochmal einen Schwarz-Weiß-Film machen. Also ich will es jetzt nicht kleiner machen, aber mein Wunsch wäre schon ein Farbfilm gewesen. Das liegt aber halt, du kriegst nicht so einfach die Rechte. Also meine Fans denken ja, ich könnte alles im Kino synchronisieren. Das geht natürlich nicht. Auf YouTube hast du jetzt auch mittlerweile Glück gehabt. Die waren ja auch mal weg eine Zeit lang, die Clips, wegen den Rechten und so. Ja. Das jetzt hat sich wieder ein bisschen entspannt. Also es hat sich deswegen entspannt, weil viele Filmfirmen einfach kapiert haben, das ist ein wichtiger Kanal, YouTube. Und es ist zum Beispiel so, wenn ihr von mir Filme anguckt und es läuft Werbung davor, kriege ich die nicht. Die kriegt in den allermeisten Fällen Fox, Universal, Warner. Aber ich finde es okay, weil dann kann ich es wenigstens online stellen und ihr könnt was gucken. Aber jetzt denken die Leute auch schon, ja, du bist ja auch so ein YouTube-Millionär. Nein, bin ich nicht, weil mit meinen paar schwäbischen Abonnenten kann ich mir höchstens nochmal eine Rolle gelbe Sekt kaufen. Und die Werbung krieg halt nicht. Im Bürgerbüro kriege ich die umsonst. Ja, also kaufst du deine gelbe Sekt? Bei uns in Reutlingen ist ganz schwierig, gelbe Sekt zu kriegen. Bei uns da laufen Dealer rum. Hey, brauchst du einen gelben Sack? Heute gab es gelbe Säcke hier als Merchandise. Ja, ja, mein Filmverleih hatte die gute Idee, das haben sie echt, fand ich sehr gut. Gelbe, also Einkaufstaschen in gelb zu machen, wo drauf steht, ich bin der gelbe Sack, das ist gut. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch 2 zum Verlosen hier. Ich habe leider keine dabei, nee, jetzt was gesagt. Meldet euch beim Kamin. Genau, auf jeden Fall. Dann verlosen wir hier. Ich habe keine, der Jörg hätte welche dabei gehabt, aber ja, verlost ihr bitte, alles. Es gibt gelbe Säcke zu verlosen. Immer der Ruhe, also zum Film. Und dann schauen wir mal, wo die Leute dann deinen Film sehen. Ich habe jetzt am Schluss, war ja die Tafel eingeblendet, wann der Film dann offiziell erscheint. 30. August ist Premiere. 30. August, ja. Also läuft er regulär in den Kinos. Und klar, wie bei jedem kleinen Film, weißt du nicht, wie breit, wie viel, wie lang. Das kommt drauf an. Wenn viele Leute reingehen, läuft er länger. Und davor gibt es aber ganz viele, oder also 8, 10, 12 Open-Air-Kinos. Da könnt ihr zum Beispiel auf meiner Website gucken, weil der Film läuft, ich glaube, ab dem 25. Juli in ganz vielen Sommernachts-Open-Air-Kinos. Und dann ist er auch fertig, dann sind alle Geräusche drauf, der ist in 5.1 Surround, das Bild wackelt nicht mehr und es sind die Kratzer alle weg und es sind keine erkälteten Dodo-Takes mehr drauf. Aber war so schon ziemlich nah dran an der Perfektion. Ja, das freut mich. Ich bin aber bist selber immer mit deinem eigenen Scheiß am kritischsten. Na gut, also uns hat er sehr gut gefallen. Ne? Absolut, ja. Also ich habe schon währenddessen gesagt, ich muss mir die Blu-ray kaufen. Aber freut mich sehr. Es freut mich sehr, weil, wie gesagt, wiederhole ich mich, du siehst selbst den Wald vor Bäumen am Schluss nicht mehr. Also ich war gestern an dem Punkt, da habe ich den Film gehasst. Aber das ist bei jedem Filmprojekt so, auch wenn ich einen Werbefilm drehe, der nur 5 Minuten geht, gibt es immer einen Punkt, wo ich denke, so ein Scheißdreh. Was habe ich denn da für einen Scheißdreh? Und dann muss ich mal irgendwie 2 Wochen weg und dann gucke ich mich da an und denke, geht schon. Geht schon. Passt schon. Ja. Nein, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, auch dass du den Film in die Sneak gebracht hast, an die Innenstadtkinos, an Chris und so weiter für die ganze Organisation. Ja, so, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und schön, dass es geklappt hat. Vielleicht dann für nächste Filmprojekte vielleicht auch mal wieder. Wegen mir sehr gerne. Könnt ihr davon ausgehen. Ist gebongt. Wir notieren das mal hier. Bin jetzt Sneak-Fan geworden. Ins Mutti-Heft, ja. Kannst du auch gerne mal als Gast in die Sneak kommen. Siehst du Filme, die erst viel später anlaufen. Ich weiß, also das Problem ist, aber jetzt wird es zu technisch. Ich habe halt keine Zeit. Es ist so schlimm. Ich gehe kaum noch ins Kino. Ja. Und dann ist ja bei mir übrigens ganz schlimm, da
ich gucke keine Synchronfassung an. Also als der DVD-Player erfunden wurde, habe ich mir sofort für ganz viel Geld eingekauft. Und ich gehe immer, jetzt muss ich natürlich auch Werbung machen, ins Corso nach Feigen, weil im Corso läuft immer Original ohne Untertitel und da fahre ich immer hin. Hier läuft auch montags, manchmal Sneak in der Originalfassung. Ja, nur ich bin kein so ein Sneak-Heinz, weil ich will dann jetzt Ant-Man angucken. Okay. Und dann fahre ich nach Feigen ins Corso und hock da rein mit meinem Popcorn und guck auf Englisch. Okay. Aber vielleicht komme ich mal, also es war jetzt überhaupt nicht abwertend. Also, dann bis bald, würde ich mal sagen. Viel Erfolg für den Film. Dankeschön. Euch auch. Ich drücke dir da alle Daumen, die ich habe. Und weil ich bin total begeistert. Ich bin immer noch, ich glaube, ich träume heute Nacht in Schwäbisch. Ach, das ist super. Ich auch übrigens. Aber ich gehe jetzt ins Bett, weil ich bin todmüde. Ja, genau, mach mal. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Da sind wir wieder. Ja, das war jetzt das Interview mit dem Dodo K, wie wir gelernt haben auch. Oder Chris, ja. Du hast es ja hauptsächlich, ne? Das war ja quasi in der Sneak noch, wo du ihn kurz interviewt hast. Ja, ist auch richtig so. Und dann haben sie alle nur noch Fragen an Dodo K gehabt, da hast du dich hingesetzt und einfach zugeguckt, habe ich gesehen. Ja, also ich muss da auch nicht vorne im Mittelpunkt stehen oder so, das ist nicht meins, das ist hier. Wir hatten einen da, der selber ein Mikro halten kann, ich muss ja nicht wie ein Depp neben dran stehen. Stimmt, er macht ja alles selbst, ne? Da habe ich ja auch, gibt es ja so Bilder von seinem Studio oder wie er sowas macht, ne? Das ist total irre da. Ja, drauf ist. In dem Fall wirklich, hat er auch, also Schnitt und Vertonung alles selber gemacht, soweit. Ja. Also. Cooles Ding. Und Kate, holst du das noch irgendwie nach? Der läuft ja jetzt in diversen Sommerkinos. Ich habe ja jetzt bald 2 Wochen Urlaub, mal gucken. Es wird nur schwer, jetzt noch jemanden zu finden, der mitgeht. Ich gang mit. Christian, nur mal mit. Ich da jetzt mal nochmal angucken. Ja, prima. Da wissen wir ja schon, was man in 2 Wochen Urlaub macht. Nimmst du dir eine leckere Hirnsuppe mit? Dann geht es. Leckere Hirnsuppe. Ich habe mal nachgeschaut, da gibt es tatsächlich ganz viele Rezepte da im Internet für schwäbische Hirnsuppe. Habt ihr das schon mal probiert? Kennt ihr das irgendwie? Nein. Ich habe es selber noch nicht probiert, ne? Ich glaube, das ist sowas wie saure Kutteln oder sowas. Also das gibt es zwar und hat irgendwie seine Historie, aber so richtig in der Alltagsküche ist das nicht verankert irgendwie bei den meisten Leuten, ne? Naja, klingt auch sehr speziell mit Hirnsuppe da. Naja, okay, nach diesem Highlight, was wir jetzt in der Sneak hatten, also unerwartetes Highlight, muss ich fast sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut, werfen wir noch mal einen Blick darauf, was uns morgen in der Sneak Preview erwarten könnte. Chris, wie sind denn da die Tipps? Ja, wir haben Hinweise, 2 Filme morgen, deswegen gibt es auch 2 Tipps. Für Sneak A ist der Tipp 2 Zimmer oder 2 Zimmer. Und Film B ist Fangen. Und was ist ganz wichtig beim Fangespielen? Muss ich ganz kurz den Erik fragen. Was ist das Wichtigste beim Fangespielen? Beim Fangen spielen? Wenn wir schnell wegrennen oder? Zum einen ja. Und gibt es einen Bereich, wo man nicht gefangen werden darf? Wo man nicht gefangen werden darf. Ja, gibt es immer, oder? Gibt es das? Kennst du das aus deiner Kindheit nicht? Mich hätte nämlich jetzt interessiert, wie das bei euch gehießen hat. Oder bei euch heißt. Ja, du, das bei ist euch, bei mir ja noch ein paar Jahre länger her, das Fangen spielen. Oder spielst du regelmäßig immer noch Fangen mit deinen... Ja, natürlich, ich habe ja Schüler. Spielst du mit deinen Kindern nicht Fange? Nee, eher Fußball oder so. Okay, also bei uns heißt es nämlich Botte. Botte? Botte. Okay. So ein Safe Place oder was? So eine Safe Area, wo man nicht. Ja, okay. Genau. Botte. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, es gab, glaube ich, irgendwie manchmal so einen Baum, wenn man sich da dran festgehalten hat oder so. War mal irgendwie safe oder so. Ah, ist lange her. Ja, bei uns war das der weiße Platz. Der weiße Platz? Nicht der rote? Der weiße Platz. Da haben wir mal gesagt, der Baum ist der weiße Platz. Nicht der rote. Der weiße Platz. Wow. Ja. Okay, Kate, was sind denn da für Hinweise oder für Tipps eingegangen? Also genau genommen kam für jedes Sneak ein Tipp an. Und zwar, der Thomas glaubt, dass in der Sneak A vielleicht Hotel Artemis kommen könnte. Und in der Sneak B tippen sowohl die Kathy als auch der Thomas drauf, dass Catch Me, beziehungsweise Originaltitel Tag, kommen könnte. Mhm. Und da geht es ums Fangespielen, also von daher ja. Ach, das ist das, wo die noch im ja, als ältere Erwachsene dann immer noch das Spiel machen, ne? Ja. Ah,
ich kann mich erinnern. Das einer wurde noch nie gefangen, irgendwie so. Das sah der Trailer irgendwie ganz witzig aus, fand ich. Aber das kann sich natürlich schnell totlaufen, so ein Thema im Film. Hm. Aber ja, das waren so die zwei, wo ich das gelesen habe, was die anderen getippt haben, dachte ich, ja, eine andere Idee hätte ich auch jetzt nicht. Deswegen habe ich da nichts noch zusätzlich in den Ring geworfen. Ja, und da ich weiß, dass in einer anderen Sneak Hotel Artemis auch lief, könnte das auch durchaus bei uns kommen. Würde ich mir sogar ganz gut wünschen. Wissen wir jetzt eigentlich, ob das in dem John Wick-Universum spielt? Nee. Ich habe nicht nachgeschaut, okay. Sorry. Also könnte sein oder auch nicht. Mal gucken. Aber Superheldenfilm haben wir ja noch. Nämlich, wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen von dem Filmverleiher, nämlich von Black Panther, nachdem wir den ja im Kino alle irgendwie links liegen gelassen haben. Und jetzt wird einer von unseren Superhelden-Experten, Expertinnen, mal diesen Film kurz vorstellen, Chris. Mach doch mal. Wie muss man den einer unserer Experten, Chris. Wie muss man den einordnen? Vielen Dank. Okay, ja, wir finden uns zeitlich gesehen in der Zeit nach The First Avengers Civil War. Und der T'Challa, also alias Black Panther, kehrt in seine Heimat Wakanda zurück. Weil er soll ja der König werden, weil wir erinnern uns, sein Vater, der König, wurde ja bei einem Attentat ermordet. Und ja, wie es eben so ist, es ist nicht alles immer so einfach. Dort vor Ort erstmal gibt es so, boah, nee, ich will dich nicht als König und bla, wir sind ja 5 Stämme da in Wakanda unterwegs, die sich da vereint haben zu einem, oh, wir schützen uns und unsere Technologie und alles. Und ja, es kommt also der eine, der von einem Stamm kommt und sagt schon so, ja, nee, hier, da gibt es schon Ärger. Dann gibt es natürlich noch einen anderen, der auch dahin möchte. Das ist, Entschuldigung, wenn ich so unbegeistert davon erzähle, mich hat es nicht so mitgerissen, merkt man vielleicht jetzt schon. Soll ich lieber einspringen, oder? Du kannst gerne noch mit einspringen, ja, also. Aber also es plätschert dann eigentlich vor sich so hin. Entschuldigung, ja deswegen. Auch in der normalen Welt, in Anführungszeichen, dass es da offensichtlich auch welche gibt, die dort leben, die aber auch zu diesem Volk gehören. Und dieses Wakanda liegt irgendwo so mitten in Afrika und ist unter so einer Art Schutzschirm, dass es nicht gesehen werden kann. Und die haben damals schon außerhalb von der restlichen Menschheitsgeschichte schon so Waffen entwickelt, weil die hatten auch dieses, wie heißt das, Vibranium oder so, ne? Ja, genau. Irgendwelches ganz tolles Material, woraus sie alles Mögliche machen können und was so alles Mögliche absorbieren kann und dann in anderer Weise wieder einsetzen kann. Und dadurch waren halt unter dieser Unsichtbarkeitskuppel dann schon quasi Wolkenkratzerstädte, während, was weiß ich, Nero noch mit seinen Elefanten über die Alpen ist. Das sieht man dann am Anfang ganz kurz. Und die haben sich aber immer eher so versteckt gehalten und haben jetzt nicht versucht, den Lauf der Geschichte großartig zu beeinflussen. Allerdings gab es dann welche, die dort abtrünnig geworden sind, die quasi auch in der Menschenrechtsbewegung von den Schwarzen und in den Ghettos so aktiv waren, die gesagt haben, hey, wir können das eigentlich ganz gut verwenden, um hier mal für unsere Menschenrechte einzutreten. Wir können da ganz gut so Waffen gebrauchen, die von dort kommen. Und dann gibt es noch diesen einen bösen Buben, der da was hatte der? Bube. Der war eigentlich nur daran interessiert, da die Waffen teuer zu verkaufen, da dieser, gell, der da ins Museum einbricht. Ja, der mit seiner komischen Hand da. Ja. Oder der andere mit den Dreadlocks. Nee, der kam ja später. Macht mich dann fertig. Da. Ihr macht mich einfach fertig. Was denn? Ja, der eine und der andere und der und der. Das war übrigens Ulysses Klau, gespielt von Andy Serkis, aber ist ja wurscht. Aber das weiß ich schon. Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass es dann noch einen zweiten Bewerber für den Thron gibt. Also in Wakanda ist es dann so, wenn man von so einer blauen Blume das isst, dann kriegt man diese Superkräfte, die der Black Panther bekommt. Das wird am Anfang auch erklärt, wie das dazu gekommen ist. Und in dem Moment, wenn ein neuer Bewerber für den Thron auftritt, dann gibt es so eine zweite Flüssigkeit, dann werden die Kräfte erstmal wieder entzogen, dann gibt es einen Kampf und wer dann aus dem Kampf als Sieger hervorgeht, der ist dann der neue Black Panther und kann über die Stämme herrschen und bekommt dann wieder aus dieser
blauen Blume da, diese Frucht in der Mitte und bekommt diese Kräfte. Und ja, dann taucht ein neuer Gegenspieler auf, der durchaus verwandtschaftliche Beziehungen hat zu dem aktuellen König, um es mal vorsichtig zu sagen, und erhebt Anspruch auf den Thron. Und das ist ein ausgebildeter Elitekämpfer, der auch schon ohne diese Sonderzusatz-Superkräfte da schon eine Menge auf dem Kerbholz hat und gut kämpfen kann. Und dann wird es ganz schön schwierig für den aktuellen, ne? Gut zusammengefasst. Was ich ja fand, das war irgendwie so nicht so wie die anderen Marvel-Filme, die ich so zuletzt gesehen habe. Es war schon irgendwie was von der Erzählung her ganz anders. Ja. Also es war auch so ein bisschen, da ist so ein bisschen Einblick ins Ghetto, so ein bisschen Einblick in afrikanische Mythen, aber alles, das wirkte alles irgendwie so ein bisschen so wie so Disneyland-mäßig, weißt du? Ja. Weil wir zeigen so die Charakteristika, aber so richtig eintauchen trauen wir uns nicht in die Materie, weil könnte ja irgendjemand vielleicht, oder keine Ahnung, wir haben sowieso keine Ahnung, deswegen zeigen wir es nicht oder so. Also ohne, dass man das jetzt falsch versteht, ja, aber man könnte es falsch verstehen, ich fand den Film zu dunkel. Und ich meine, okay, das kann man wirklich falsch verstehen. Ich meine grundsätzlich zu dunkel. Entschuldigung. Zu düster. Ich fand auch diese, also mal abgesehen davon, dass das ganze Marvel-Universum ja sehr fiktiv ist, fand ich das schon fast zu aus dem Zusammenhang gerissen. Dass da diese Welt, dieses Wakanda existiert, diese Welt, von der keiner was wissen soll, das fand ich einfach nicht so logisch wie ein Tony Stark, der da in der Höhle hockt und sich irgendwie versuchen muss zu befreien und sich deswegen so einen krassen Panzer baut, ja, und so einen krassen Anzug baut und dann daheim das weiterentwickelt. Ich finde das viel sinniger, wie so eine anscheinend vergessene und versteckte Welt, die über Technologie herrscht, die einfach außergewöhnlich ist. Und also, ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich egoistisch, ja. Ich meine, ein Tony Stark, der teilt seine Technologie, der tut was für die Welt, ja. Naja. Und so, wie die heißen, ja, die machen halt alles für sich. Der Waffenproduzent, ja? Tut was für die Welt. Nein, der Waffenproduzent war früher ein Waffenproduzent und hat dann festgestellt, dass das keine gute Idee ist. Und dann, das ist der erste Teil von Dings. So, okay. Der produziert ja dann keine Waffen mehr. Ich habe aufgepasst bei Marvel. Ja, yeah, okay. So, deswegen, also ich rede ja auch von Tony Stark, nicht von seinem Pater. So, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Dieses Wakanda ist so, finde ich, ganz weit weg von dem Marvel, was wir bisher, also von diesen Marvel-Geschichten, die wir bisher kennen. Was ich aber sagen muss, fand ich bei Star-Lord, wie heißt er? Guardians of the Galaxy ähnlich. Ich fand Guardians of the Galaxy als alleinstehende Filme super gut. Aber dann die Kombination mit den Avengers. Das waren mir zwei krasse Welten, die aufeinander knallen. Und jetzt kenne ich Wakanda noch dazu. Das ist jetzt so ganz konfus. Versteht ihr, was ich meine? Ja, kannst durchaus. So, und ich fand ihn auch schwach. Im Gegensatz zu einem Alleinfilm von Dr. Strange. Dir fehlt sozusagen. Der war der Wahnsinn, der Film. Dir fehlt sozusagen ein bisschen die Origin Story hinter dem Helden. Na, das sollte ja die Origin Story sein. Aber das fehlt, war keine Origin Story. Dir fehlt halt, wenn ich das richtig rausgehört habe, so eine richtige Entwicklungsgeschichte. Ja, wie ist der vom Normalen zum Helden geworden? Welche Spinne hat ihn gebissen? Muss der sich befreien? Ja, jein. Sowas kann man schon so sagen. Aber ich finde, diese Welt Wakanda nicht gut. Ja, wenn man das mal ein bisschen einordnet, vielleicht, also jetzt, ich kenne also ja nur die Filme, vielleicht wird der Chris mir gleich da Einspruch einlegen. Ich könnte mir denken, dass es sehr, sehr viele weiße Superhelden gab, irgendwie in den Comics. Und dann hat man halt gedacht, okay, jetzt schaffen wir da mal eine Welt, um da mal ein bisschen Gegengewicht zu bringen und zeigt halt, hey, es gibt hier auch für, ja, und mit,
mit den ganzen Menschenrechtsthemen und auch mit dieser Bewegung und so weiter. Ne? Nochmal, also ich finde die Welt an sich ja okay. Also ich find auch in Ordnung die ganze Geschichte, die Timeline, was weiß ich ja. Aber Black Panther als ein eigenes Universum fände ich viel besser und man könnte das viel besser erzählen, als das in dieses ganze Avengers und Universum mit reinzupacken. Aber ist doch gerade cool, wenn dann von denen ein paar Waffen oder irgendwas Technologie kommt. Ja, aber mal ganz ehrlich. Aber diese Raumschiffe, die Avengers haben, die sahen schon sehr ähnlich mit dem, was die hier so haben. Ja, das ist schon richtig. Also es ergibt schon Sinn. Im Gegensatz zu anderen Single-Filmen. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen positiv, wenn hier alle so negativ. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ich fand die Schauspielerinnen hauptsächlich sehr gut, ja. die im Film waren. Die haben richtig gut gepasst. Die hatten ja tolle Rollen, tolles Drehbuch, tolle Sätze. Bei den Männern, ich weiß nicht, der Michael B. Jordan, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, warum ich den jetzt... Ich hätte ihn lieber in der Rolle von dem eigentlichen Black Panther gesehen. Also quasi irgendwie so rumgedreht. Also, dass die quasi vertauscht werden, die Schauspieler. Weil der hätte für mich irgendwie besser gepasst, so von der Art her. Der ist ausdrucksstarker, gell? Aber ja, ansonsten... Hab ich aber auch gedacht. Aber ansonsten, ich hatte dann auch mal hier auf der Blu-ray auf den Originalton umgestellt, weil da gibt es dann auch diese eine Rasse, die diesen großen Teller da in der Lippe hat, ne? Oh, und der hat ja im Deutschen eine ganz wilde Synchronisation. Habe ich umgeschaltet, war genauso. Der sagt auch nichts, oder? Der sagt eine ganze Menge eigentlich und der hat eine ganz komische Synchronisation gehabt. Ich habe das jetzt übrigens nachgeahmt. Ich habe den Film vorhin gesehen, ich erinnere mich gar nicht an, dass die was gesagt haben. Ich habe das jetzt nachgeahmt mit zwei Fingern im Mund. Du musst dir einen Teller in die Unterlippe reinlegen. Habe ich jetzt gerade nicht da. Aber ist halt da auch Kultur und dann ist es ja auch okay. Also. Das meine ich aber mit dieser afrikanischen Folklore, die sie da so Disneyland-mäßig reingebracht haben, so wie, ja klar, wir machen da mal was Cooles und so, dass das alles ein bisschen so aussieht, aber also so ein richtig, ich verstehe nicht ganz, warum der so ein Riesenerfolg geworden ist, es sei denn, es sind wirklich fast nur Schwarze in den Film gegangen, die gesagt haben, hey, so endlich mal ein Superheldenfilm für uns, kann natürlich sein, die jetzt mit diesen ganzen Iron Man und so nicht viel anfangen konnten, dass sie gesagt haben, hey, cooler Film. Ansonsten, ja, es ist kein hundertprozentig runder Film, hat zwar ein schönes Ende, fand ich, und auch die auch das Ende-Ende und das Ende-Ende-Ende. also quasi die zwei Post-Credit-Szenen. Also die erste war ja sehr stark. Und die zweite... Es gibt ja, weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Bestimmt, ne? Auf Facebook hat da einer was geteilt. Da hat so ein Kind in den USA, hat seiner Lehrerin, sollte irgendwie einen Vortrag halten über irgendwie Afrika, sollte sich ein Land raussuchen und so. Und hat halt irgendwie Wakanda vorgestellt. Und hat das aber so überzeugend gemacht, da gibt es ein Video davon, auch, also die Lehrerin kannte offensichtlich den Film nicht, muss man dazu sagen, ne? Und das Kind hat dann wirklich so Bilder gezeigt, ne, wie der da vor der UN redet und so, weißt du? Wie kann das Land leben, was haben die für Bodenschätze und so, ja, die haben ja das und das, da können sie das und das machen und wirklich so alles, auf jede Frage eine Antwort gehabt von der Lehrerin und die anderen Kinder schon so am Kichern, alle so knie. Und der hat da seine PowerPoint da vorne gemacht. Das ist herrlich. Vielleicht finde ich das mal irgendwo, dann verlinke ich das noch. Bitte. Ja. Darf ich auch noch was sagen? Ja, selbstverständlich. Ich fand den Film unglaublich vorhersehbar. Die Story fand ich relativ einfallslos und ein bisschen lieblos, wenn ich ehrlich bin. Weil es war so der typische Film. Oh ja, ich setze mich da. Ich werde König. Ich setze mich durch gegen einen Herausforderer. Ich bin ein bisschen König. Oh, es taucht ein Bösewicht auf. Oh, der scheint mich zu besiegen. Alle denken, ich bin hinüber. Nein, ich komme wieder. Hallihallo, und jetzt bin ich König. Spoiler. So. Und Spoiler. Ganz ehrlich, ja, Spoiler. Ganz arg. Wer König der Löwen gesehen hat, wird auch gespoilert. Entschuldigung, das ist genau das Gleiche. Oh, warte mal, ich kenne eine Serie, das ist auch so, die ich gerade angucke, weil der Erik gesagt hat, ich muss die angucken, weil die ganz toll ist.
Der kommt auch immer wieder, egal wie oft er von der Klippe stürzt. Und das, wie gesagt, ist so... Arrow. Ach so. Ja, Arrow. ist für mich einfach, ich fand es einfach von der Story her lahm, ganz ehrlich. Da hätte man mehr raus machen können. Von den Effekten her ganz cool. Danke an die ganzen Computer da draußen, die alles berechnet haben in diesem Film. Trotzdem von der Story her einfach, ich fand es zu dünn. Punkt. Bin gespannt auf die schwäbische Version vom Dodo K. von der schwarze Katz. Das schwarze Kätzle. Die Klotzböbel von der schwarzen Katze. Naja. Ja. Ich sehe gerade hier, auf Movie Hilo habe ich 7,0 gegeben. Ja, da stehe ich auch. Weil in unserem Dokument habe ich gerade 7,5, hatte ich irgendwie falsche Erinnerung. Ja, 7. Ich gebe 7,0. Ist damit, ich glaube, hat auch was mit der Chronologie zu tun. Wenn ich das vor diesen ganzen anderen, die mich so begeistert haben, diese Marvel-Filme, wenn ich die vorher geguckt hätte, hätte es mich vielleicht ein bisschen mehr begeistert noch. Und weil in dem letzten hier, wie hieß er, der große, wo alle drin waren. Infinity hier, War. Ja, genau, Infinity War. Danke. Da gab es ja dann auch die Szene in Wakanda und so. Da hätte ich es vielleicht noch cooler gefunden, das vorher schon mal gesehen zu haben, um was es da eigentlich geht und wie das funktioniert. Naja. Du sagst es. Aber cool, auch dass es so ein Riesenerfolg geworden ist. Ja, mal schauen. Darf ich auch noch Punkte geben? Ja, selbstverständlich. Ich habe ihm 6 Punkte gegeben. Für mich ist es der bislang schwächste Marvel-Film aus dieser Timeline, aus dieser Periode gerade. Ah, ja. 6 Punkte für den schwächsten, das ist ja trotzdem immer noch... Ja, es ist noch ordentlich, gut, aber das ist halt... Ja. Ich meine, es ist halt bei dem Grundlagenmaterial kann man auch nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Und Kate, was hast du? Hast du schon genannt? Auch 6. Hm. Ja, bin ein bisschen falsch davon, aber... Gut. Er war jetzt kein Reinfall, aber er war, wie der Christian gesagt hat, einer der schwächsten bisher. Liegen wir ja nicht weit auseinander. Habt ihr eigentlich in das Bonusmaterial reingeguckt? Ich habe das nicht geschafft. Ist da irgendwas Interessantes drauf irgendwie? Da auf der Blu-ray? Ich habe nicht reingeguckt, nee. Okay. Also, liebe Hörer, den Film gibt's jetzt oder demnächst. Also wir haben jetzt zumindest schon als Blu-ray gehabt. Ich bin ja wieder top vorbereitet hier. Ich werde einen Blick hier reinwerfen bei Amazon, wann der erscheint, Black Panther, oder ab wann ihr den kaufen könnt, die schwarze Geizel hier. Ich glaube, den gibt es jetzt schon. Ja, kann man kaufen, steht jetzt nicht da, erscheint am. Also könnt ihr kaufen, Black Panther, oder vielleicht habt ihr den ja auch schon gesehen, dann lasst mal einen Kommentar da und dann schauen wir mal. Okay, wir werfen jetzt mal einen Blick hier, was neu anläuft im Kino. Das war der falsche. Kinocharts und Neustarts. Kann ich das mal für Sneak Preview hier im Jingle haben? Okay. Diese Woche starten folgende Filme. Man merkt, die Fußball-WM neigt sich dem Ende entgegen. Am 19.07. startet Mamma Mia, Here We Go Again, die Fortsetzung des Musical-Hits. Dann Sicario 2, den hatten wir ja schon in der Sneak Preview und in der vorletzten Sendung besprochen. 303, ein Roadmovie von Hans Weingartner. Treffen zwei gegensätzliche Menschen zufällig aufeinander und diskutieren die großen Fragen des Mensch- und Erwachsenseins. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Hans Weingartner hatte irgend so einen Film gemacht, wo ich aus der Sneak rausgegangen bin. War das nicht der? Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Hoppala. War das nicht der hier, Sommer der Gaukler? Oder bringe ich da gerade... Oh ja, der war schrecklich. Warte mal. Nee, Quatsch, jetzt habe ich das durcheinander gebracht. Nee, Entschuldigung, der hat die fetten Jahre sind vorbei gemacht. Den fand ich sehr gut. Und Free Rainer, das war jemand anders. Ich ziehe das alles zurück. Wer hat das andere gemacht? Sag mal, der Gaukler. Gleich mal gucken. Ah, das war Markus Rosenmüller. Okay. es startet auch noch Landrauschen, ein Coming-of-Age-Drama in Mundart um eine junge Frau, die in einer Selbstfindungskrise in ihr Heimatdorf zurückkehrt und einen Neuanfang wagt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was das für eine Mundart ist. Das ist hier, steht hier nicht drauf. The Inhabitants ist ein Horrorfilm der Autoren von John Carpenters The Ward
Und das ist ein scheinbar harmloses Bed and Breakfast vom Geist einer uralten Hexe besessen. Boah. Okay, das waren die Neustarts diese Woche. Gar noch nicht so viel. Also Sicario 2 kann man auf jeden Fall empfehlen. Außer Steff, die kann ich nicht empfehlen. Und nächste Woche läuft dann Ant-Man in the Wasp an. Nur mal so als. Auf den freue ich mich jetzt wieder. Ja, ich auch. Schon seit dem Trailer, den wir mal irgendwo gesehen haben. Ich weiß nicht, bei welchem Film das war. Haben wir den Trailer gesehen, fand ich echt gut. In die Kino-Charts sieht es in Stuttgart wie folgt aus. Platz 10 immer noch Solo, A Star Wars Story. Platz 9, Papst Franziskus. Platz 8, Die Farbe des Horizonts. Oh, ganz furchtbare... Nee, war das der? Wo die zwei auf dem Boot sind? Ist das der? Ja. Oh, da gibt es ganz furchtbare Radiowerbung. Oh, ich habe jetzt irgendwie... Weiß nicht, wenn ich im Auto bin, habe ich jetzt manchmal auch Radio laufen gehabt. Oh, ganz furchtbar, so Radiowerbung. So. Oh, die Romanze dieses Sommers, ja. Und dann haben sie irgendwelche Filmzitate, die sie einspielen. Oh Gott, da trieft das Schmalz aus dem Radio raus. Ne? Da merkt man gleich so die Zielgruppe da. Platz 7, Meine teuflisch gute Freundin. Platz 6, How to Party with Mom. Platz 5, ja. Skyscraper. Yay. Yeah. Platz 4, Love, Simon. Hält sich auch sehr wacker. Platz 3, The First Purge. Platz 2, Ocean's 8. Platz 1, Jurassic World. Das gefallene Königreich. Den habt ihr jetzt noch nicht gesehen, ne? Nein. Na, dann warten wir dann auch auf die... Kriegst du jede Woche. In Deutschland, also Gesamtdeutschland, sieht es so aus, dass The First Purge übrigens auf 1 ist und Jurassic World ist auf 2. Hm. Und in ganz Deutschland ist Deadpool 2 immer noch auf 7. Ha. Cool. Okay, dann gehen wir mal noch in die nächste Rubrik rein. Das ist nämlich diese hier. Rätselecke. Tja, Kate, das ist dein Part. Hast du E-Mails bekommen? Mehr als eine? Ich habe zwei gekriegt. Boah, tja, geflutet. Und von verschiedenen Leuten. Oh. Also ich habe jetzt nicht zweimal die gleiche gekriegt oder so. Hast du die IP geprüft, ob das auch verschiedene Rechner? Nein, ich kenne beide Namen, deswegen glaube ich da dran. Und zwar einmal ganz lieb wieder, der Rainer hat wieder geschrieben. Und zwar glaubt er, dass mein letzter Tipp war, alles, was wir geben mussten. Und das ist richtig. War das dieser Film mit den Organtransplantationen hier? Ja. Ja. Oder habe ich jetzt schlimm gespoilert? Ich weiß nicht. Nein, gut. Alles gut. Gottes Willen. Und die Steff hat auch noch geschrieben, heute weiß ich es mal wieder, das war der Film Alles, was wir geben mussten, der am Sonntag auf Six lief. Wollte ihn eigentlich noch mal anschauen, aber dann habe ich bemerkt, dass auch Blindside lief. Und das und da das einer meiner Lieblingsfilme ist, war die Entscheidung klar. Oh, Blindside, der ist super. Ja. Das ist so ein toller Film. Definitiv. Ja. Und ich habe natürlich auch wieder ein neues Rätsel für euch. Achtung. Gerade hat Architekt Newton wieder eine Abfuhr erhalten, obwohl er seiner Traumfrau nicht nur einen Ring an den Finger, sondern auch ein Traumhaus hätte bieten können. Kurz darauf trifft er die Kellnerin Gwen, mit der ohne ernste Absichten eine Nacht verbringt. Umso erstaunlicher ist, als Gwen in seinem Heimatort auftaucht und sich ungefragt in sein Leben einnistet. Mhm. Ist das mit Ben Affleck? Sag ich nicht. Okay. Also ja. Ich weiß. Ich muss gucken. Ach so, okay. Was für eine Aussage. Nee, kein Ben Affleck. Okay. Mhm. Ja, klingt nach. Oh, voll der Hinweis schon. Klingt nach einem Ben Affleck-Film. Na gut, also liebe Hörer, wenn ihr da glaubt, irgendwie eine Vermutung zu haben, was es sein könnte, welcher Film vom letzten Fernsehwochenende das war hier aus dem deutschen Fernsehen, dann schreibt eine Mail an kate@kinocast.net. Mal gucken, ob dann mal mehr als zwei eingehen. Und ich kann ja eigentlich auch mitmachen, genau. Du sagst mir nicht, ich kann dann auch mal raten vielleicht. Genau. Ja, ich schreibe dann einfach auch mal eine E-Mail. Okay, und jetzt werfen wir einen Blick in unseren Briefkasten. Briefkasten. Da hat die Steff zur letzten Folge, wo wir Sicario 2 hatten, geschrieben. Die Steff geht nämlich auch regelmäßig in die Sneak Preview, allerdings in Reutlingen.
aber sie hat erstmal aufgegriffen diese Serie The Tribe, was du erwähnt hattest. The Tribe war eine neuseeländische Serie, die ab 2001 beim Kika lief. Die hat 5 Staffeln und insgesamt 260 Episoden. Das ist quasi so eine Art gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Ne? Bei so vielen. Damals fand ich die großartig. Die Kostüme haben ihr besonders gut gefallen. Sie hat das auch zum Fasching mal angezogen. Aus heutiger Sicht natürlich ziemlich schlecht gedreht und von Anschlussfehlern geprägt, was vor allem durch die grellen Haarfarben aufgefallen ist. Aber irgendwie hat das auch den Charme ausgemacht. Bei YouTube ist anscheinend die ganze Staffel Serie in OV verfügbar. Die erste Staffel auch auf Deutsch. Die Farbe des Horizonts, ach ja, da haben wir es doch, hatte ich in Reutlingen in der Sneak. Der Film hat mich sehr berührt, vor allem, weil es ja auf einer wahren Geschichte beruht. Allerdings war ja zwischendurch doch etwas zu schnulzig. 7 von 10. So. 7 von 10 Bootsführung in die USA. Und sie hatte, wir merken uns mal die Wertung, 7 von 10 für diesen Film auf dem Boot da. Diese Woche hatte sie auch Sicario 2, dazu will sie aber nicht mehr sagen. Der Film hat sie nur wütend gemacht. Für sie die schlechteste Sneak des Jahres bisher. Das ist absolut nicht ihr Genre. Steht auf einer Stufe mit Nur Gott kann mich richten. Sie hat auch Sicario 1 gesehen und nicht gesehen. Das ist auch gut so, meint sie. Meine ich nicht, weil den ersten kann man durchaus gut gucken. Hat ja der Regisseur Denis Villeneuve gemacht, der Arrival und sowas gemacht hat. Sie hat den Trailer ganz oft vor der Sneak gehabt und hat immer gewünscht, dass der nicht kommt, weil man schon so negativ eingestellt ist. Sie gibt 1 von 10. Also, Sicario 1 von 10 und Schnulz auf dem Boot 7 von 10. Ja, so sind halt die Geschmäcker unterschiedlich. Ja, wie gesagt, sie fand ja auch Nur Gott kann mich nicht richten, Nur Gott kann mich richten nicht gut und wir fanden den ja gut. Das ist manchmal ist es einfach so. Ah, ich wollte ihn ja mal noch nachholen. Der müsste ja eigentlich auch bald auf Blu-ray rauskommen. Fällt mir gerade ein, wenn du das sagst. Mal schauen. Nur Gott kann mich richten. Oh, war das gerade ein Donner da draußen? Bitte los. Ja, Schatz, das ist ein Donner. Startet am 30. August. Gibt's ab 30. August. Hä? Doch, ja. 30. August gibt's den auf Blu-ray. Muss ich noch ein bisschen warten, bis ich mir mal ein Bild machen kann. So, müssen wir jetzt alles rausziehen hier, wenn hier Gewitter kommt? Früher immer Fernsehen rausziehen. Meine Katze verschwindet schon. Ich glaube, die hat Angst. Okay, dann ich werfe noch einen kurzen Blick hier in die Amazon-Bestellliste, für die, die unsere Affiliate-Links genutzt haben und damit den Kinocast unterstützt haben. Ein, oh Gott, was ist das? Ein Komposteimer von Oxo. Muss ich mir mal angucken. Aha, ja. Ein weißer Eimer mit dem Deckel. Ach, so ein ganz kleiner für die Küche. Ich dachte jetzt für den Garten irgendwie. Ein 10 Meter HDMI-Kabel. Dann HDMI-Adapter. Ein, was ist das? Xbrella Reflect XL. Och, ein Schirm. Denkst du, Wunder was. Ein Schirm mit 104 Zentimeter Durchmesser. Boah, das ist ja quasi, das ist ja quasi 1 Kilometer Durchmesser, wenn ich es richtig umgerechnet habe. Der Mathelehrer beißt sich gerade in die Faust. USB-C-Kabel, ein Tom Taylor Damenriemchen. Was? Riemchen? Achso, Schuhe. Sehe ich hier. Damen-Herren-Sportschuhe, Laufschuhe. Aha. Ja, mit so einer Luftdämpfung hier offensichtlich. Und Silikon-Kopfstützenhalterung für Spielkonsole, fürs Auto. Ah, da kann man eine Switch hin festmachen. Das ist ja cool. Fetzt. Schade, ich fahre ja nicht hinten. Okay, vielen Dank an alle, die hier was bestellt haben von unseren Affiliate-Links. Es sind überhaupt keine Filme dabei. Ich empfehle doch immer Filme auch. Stellt eigentlich keiner Filme über unsere Links hier. Also wenn ihr den Kinocast unterstützen möchtet, klickt einen von den Links. Da sind ja auch immer so Filme, die wir besprochen haben oder über die wir oder die wir mal kurz angerissen haben, mit dabei. Dann könnt ihr die gerne darüber bestellen. Ansonsten, wenn ihr den Kinocast unterstützen wollt, findet ihr ganz oben die Rubrik Danke für die Unterstützung. Und ansonsten freuen wir uns immer über Kommentare. Also schreibt fleißig Kommentare, iTunes-Rezensionen, Facebook könnt ihr uns teilen, auf Twitter unsere Sendung teilen, wenn die erscheint, oder Kommentare schreiben. Ja. Okay, dann wenden wir uns mal so langsam aber sicher
mal dem Mittagessen zu und nachher gibt es noch das WM-Finale und dann morgen. Für wen bist du, Erik? Ach, ich weiß noch nicht, ich werfe da eine Münze, für wen ich bin. Der Bessere soll gewinnen. Ich habe da nämlich einen Kumpel ganz schön in die Bredouille gebracht, der meinte, oh, ich bin immer für die Außenseiter. Und ich so, ah ja, das heißt, du bist jetzt für Kroatien. Ja, nee, ich habe schon vor der WM gesagt, Frankreich wird's. Also, ja, okay. Ja, und jetzt? Ich mag so entscheidungskräftige Menschen. Wir können es eh alle nicht beeinflussen. Wenn wir im Stadion sitzen und rumbrüllen, da haben wir einen gewissen Einfluss drauf. Aber hier glauben wir zumindest, wenn wir da... Klatschen hilft. Klatschen hilft. Klatschen hilft immer. Ja. Okay, dann ja, vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielleicht hat ja Dodo Kai bis hierhin auch durchgehalten und zugehört. Dodo Kai kann auch gerne hier einen Kommentar schreiben. Oder wenn ihr, liebe Hörer, wenn ihr da eine Frage habt, schreibt es auch als Kommentar. Wir haben es dem Dodo Kai gesagt, dass er vielleicht immer mal reinguckt oder wir weisen ihn darauf hin, wenn da ein Kommentar gekommen ist. Wenn irgendjemand eine Frage zu seinem Film hat, dann wird er vielleicht da eine Antwort oder uns per E-Mail was schicken, was wir dann in der nächsten Sendung dann beantworten. Das geht auch. Jo, dann euch beiden, danke fürs Mitmachen. Bis morgen in der Sneak. Hoffen wir, dass was Gutes kommt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast.